Gerade haben die Ampelparteien ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Nun stellen sich Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner den Fragen der Journalisten. Bei einem möglichen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking im Februar, wie ihn die USA angekündigt haben, geben sich die Koalitionäre bedeckt. Und dazu gehört auch, dass wir über die Frage, was in konkreten Einzelheiten geschieht, in konkreten Situationen, sehr sorgfältig mit uns, unter uns und mit den Partnern und Partnern in Europa und der Welt beraten und das nicht auf Pressekonferenzen tun. Den Stil werden Sie nicht kennenlernen. Das heißt also, die Verantwortung wahrnehmend, ohne großmännisch aufzutreten. Empört sind die künftigen Koalitionäre über die zunehmende Gewaltbereitschaft von Gegnern der Corona-Politik. Wir müssen mit aller Entschiedenheit zurückweisen, dass es gewalttätige und gewaltinsinuierende Veranstaltungen gibt. Und wenn dann Fackelaufzüge vor dem Haus einer Gesundheitsministerin stattfinden, dann ist das als Bedrohung gemeint. Das ist nicht nur eine Meinungsäußerung. Mittwoch sollen Scholz und die Minister ihren Amtseid ablegen.